Okay, was machst du bei der Bundeswehr? Ich bin Waffensystemfeldwebel. Waffensystemfeldwebel für das Patriot-System. Was bedeutet das wiederum? Dieses Raketenabwehr, die Raketenabwehrgeschichte. Bin mir nicht so sicher, ob du überhaupt weißt, wovon du redest. Das einzige Raketenabwehrsystem sollten Frauen haben, wenn sie dich daten, Digga. Nein, nein, nein. Und das heißt, du kennst dich gut aus mit Waffen, ha? Ja, und kann sie auch reparieren. Okay, Dennis, und wie sieht's aus mit deiner? Ist die geladen? Diese Frage werde ich jetzt hier nicht beantworten bei so vielen Leuten. Oder musst du sie noch reparieren, Digga? Okay. Und wo bist du stationiert gerade? In Husum. Ich weiß nicht, ob das ein Mensch war oder eine Fledermaus gerade. Weil wenn ja, kann es sein, dass du heute noch mit einer Fledermaus nach Hause gehst. Und wie ist denn das so? Wie reagieren denn die Frauen, wenn du sagst, du bist Soldat? Einige sagen, wow, geil Uniform. Andere, wie viele sagen das wirklich, Dennis? Oh, ich habe einige schon kennengelernt, die... Wie viele Frauen haben das je gesagt, Dennis? Es klingt danach, als wenn deine Mama das gesagt hat, Dennis. Waren einige, ja. Die haben gesagt, kannst du mir ein Bild davon zeigen? Ich so, klar. Hast du eins auf deinem Handy? Ja. Zeig mal. Nein. Wäre es nicht lustig, wenn rauskommt, wenn er einfach nur Bürgergeld kassiert, Alter? Und ich einfach nur Bullshit und hier laber. Ist ein Foto von mir und mein Hartz-IV-Antrag, Alter. Naja, ich werde ja auch vom Staat bezahlt, also ist ja fast das Gleiche. Sind Frauen auch manchmal abgeschreckt wegen Soldat, weil es ja auch ein gefährlicher Job ist? Ja, wenn sie die Bundeswehr nicht mögen. Das heißt so, Linke? Unabhängig von der politischen Gesinnung, ja. Also Linke. Wie datet man denn als Soldat? Hast du mal irgendwie, warst du irgendwie mal im Kriegsgebiet und hast von dort getindert? Nö, aber in den Kasernen sind ja auch viele Diskotheken. Da geht man mal hin, wenn man am Wochenende mal dort bleibt. Ne? Wenn man mal Bock hat auf so eine richtige Pimmelparty, oder? Man tanzt so. Hallo, Herr Feldwebel. Aber Herr Feldwebel ist so, ich mag Uniform. Aber die Frauen, die da in der Nähe wohnen und halt in eine Diskothek dann halt gehen, in der Nähe, in der Kaserne, die legen es natürlich schon drauf an. Und die wissen auch, was passiert, ja. Ja, und am Ende kostet das dann auch 50 Euro, oder? Okay, und wie müsste deine Frau sein, die Traumfrau? Ah, die Traumfrau? Ja. Fußball mögen? Die letzte hat mir verboten, Fußball zu gucken. Das war ein Trennungsgrund, ja. Okay, wer ist deine Lieblingsmannschaft? Nicht HSV, nicht St. Pauli. Oh. Ich mache mich gerade sehr unsympathisch. Ja, ich bin FC Bayern-Fan. Bei zwei Leuten. Und ich wette, die dürfen selber vor ihrer Freundin nicht mal Fußball gucken, Alter. Sehr nice. Gib mal bitte riesengroßen Applaus für ihn. Sehr nice. Bro, sehr geil. Sehr geil, Mann. Sehr geil. Geiler Typ.